Möchtest du mit mir befreundet sein? Peppa kann es kaum erwarten, allen die Neuigkeiten zu verkünden. Mama, Papa, Schorsch! Hallo, Peppa! Hallo, Peppa! Ich bin so aufgeregt! Wieso denn das, Peppa? Weil ich heute meinen neuen Freund kennenlerne! Neuen Freund? Ja! Und wen genau meinst du damit? Ich weiß es nicht! Neu eben! Und albern! Ich werde ihnen alles zeigen! Den Schneeberg, den Strand, alles! Sogar Kartoffeltraumstadt! Peppa freut sich auf das Spielen mit ihrem neuen Freund und will ihm alle tollen Orte ihrer Welt zeigen. Eine gute Idee, Peppa! Ja, Papa! Das wird ein Riesenspaß! Also, wann kommt denn dein neuer Freund, Peppa? Ganz bald! Ich freue mich schon so sehr! Sausia! Offenbar würde Sausia auch gerne mit Peppas neuem Freund spielen. Und dieser neue Freund, das bin ich! Das sind wir! Willkommen zu Let's Play! Meine Freundin Peppa Pig! Im deutschen Peppa Woods weiß auch nicht, warum die erste Hälfte des Spieletitels eingedeutscht wird und die zweite nicht. Ja, und warum mache ich das? Was soll das hier? Ich wollte euch überraschen. Und ich hoffe, ich habe es geschafft. Ja, da haben viele nicht mit gerechnet. Willkommen. Ja, ja. Heute am 22. Oktober 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen. Ein New Release-Titel. Und das werden wir jetzt ernsthaft durchspielen. Ist doch kein Problem. Zu 100%. Ich hoffe, dass es mindestens so anspruchsvoll wird wie Metroid Dread. Nein, ich will es nicht mal veralbern. Ja, ganz im Ernst. Heutzutage, die ganz kleinen Kids, die am Handy oder am Tablet daddeln, weil sie es von den Erwachsenen manchmal nicht besser vorgelebt bekommen, die gucken sich die weirdesten Kindervideos auf YouTube an. Ihr kennt vielleicht diese komischen animierten Sachen, die milliardenfach aufgerufen wurden und werden. Da halte ich tatsächlich für die ganz, ganz kleinen Peppa Woods als nicht ganz verkehrt. Die reden vernünftig Deutsch. Die reden über alltägliche Themen. Und ja, jetzt kann es sein, dass der eine oder andere von euch schon ein bisschen rausgewachsen ist. Ich nicht. Ich bin in Gedanken immer noch 3 Jahre. Und deswegen starten wir los und gucken uns das an, ja? Um was geht's im Spiel? Ja, viel mehr weiß ich auch nicht als ihr. Komm, wir machen den Spaß mit. Wir machen den Spaß mit. Und alle Eltern, die einschalten oder das sehen, keine Angst, ich bin ganz lieber. Ich sag nichts Böses. Ich mach das. Wir legen los. Das hier ist die Nintendo Switch-Version. Das Spiel entwickelt von OG, Outright Games. Neuer Freund. Und gepublished von Bandai Namco. So. Ein Charaktereditor. Das bin ich. Auf geht's. Suche dir als erstes aus, was du anziehen möchtest. Was du anziehen möchtest? Die wollen nicht wissen, bist du Mädchen oder Junge? Welche aber so Farbe kugelrund soll deine Kleidung haben? Gefällt's mir auch. Welche Farbe soll es sein? So ein Let's Play Markus Rot? Gar nicht wahr. Das ist so ein Weingold. Weinrot, oder? Dann nehme ich das Sonic Blau. Toll. Und welches Tier möchtest du gerne sein? Was sind das für Tiere? Hund? Wolf? Bin mir nicht sicher. Ein Pferd? Ein Schaf? Ein Fuchs? Ein Hase? Das ist ein Schwein? Aufgrund des Rüssels hätte ich gesagt ja. Oder eine Maus? Sind Pferde cool? Sind Wölfe cool? Ja, also ich muss sagen, nachdem ich jetzt Positives erwähnt habe, über Peppa Woods im Allgemeinen, muss ich sagen, der Grafikstil ist halt schon sehr, wie soll ich sagen, gewollt. Gewollt ist der. Könnte ja ein Schlafschaf sein, oder? Gute Aber ich bin jetzt einfach mal ein Wolf. Welche Farbe willst du haben? Verschiedene Farben, das könnte vielleicht Toll. Noch... Und welches Tier möchtest du gerne sein? Das könnte vielleicht Toll. Ausschlaggebend Und werden. Welches Tier möchtest du gerne sein? Das ist die Entscheidung, mache ich mir nicht einfach. Toll. Und welches Tier möchtest du gerne sein? Das sind immer dieselben Gute Farben. Gute Wahl. Welche Farbe willst du haben? Gute Wahl.
Welche Farbe willst du haben? Also ihr macht's mir auch nicht einfach. Aber ich bin halt der graue Wolf der Prärie, okay? Möchtest du eine Brille tragen? Ja, in Farbe und bunt. Also wenn, ich mag's ja bunt. Let's go. Willst du einen Hut tragen? Jawohl, guck mal. Style, Freund, ich find's stylisch. Ja. Wenn Pepper Woods Let's Play, dann auch mit Style. Let's go. Sehr gut. Wenn du dein Spiel beginnen willst, wähle ja. Wenn du noch etwas ändern willst, wähle nein. Oh, ist ja wie ein Squid Game, Alter. Ich muss mich entscheiden. Das fällt mir nicht leicht. Das könnte so vieles verändern. Na gut. Bin mir nicht sicher, ob ich weiß, was ich tue. Aber ich tue es einfach. Es gibt diese Momente im Leben, da muss man sich einfach trauen. Willkommen in Peppas Stadt. Du wirst dir viel Spaß haben. Wenn du das hast. Gleich werden wir Peppa treffen, aber vorher sollten wir laufen üben. Hilfreich. Benutzt den Stick, um herumzulaufen. Na klar. So eine schöne Blume. Geh doch mal näher ran. Hallo, Blume. Drücke einen Knopf, um sie zu berühren. Denk dran, diesen Knopf zu drücken, wenn er angezeigt wird. Der Schmetterling fliegt weg. Folgen wir ihm. Alter, Blutgruppe Gamer. Nanu, ein Zaun blockiert uns den Weg. Kein Problem. Du kannst denselben Knopf benutzen, um das Tor zu öffnen. Wenn ein anderer Text steht, als manchmal vorgelesen wird. Manchmal wirst du ne? etwas aus dem Weg räumen müssen, um weiterzukommen. Das schaffen wir. Denk daran, diesen Knopf zu drücken, wenn er angezeigt wird. Mhm. Ich weiß, ihr traut euch das vielleicht nicht zu, aber ich bin halt ein harter Hund. Ja, ich bin ein harter Hund. Oh, hallo. Willkommen in der Stadt. Wo soll es denn heute hingehen? Gehe zu Frau Mümmel und drücke die Aktionstaste, um mit ihr zu reden. Frau Mümmel, hören Sie mal. Gehst du Peppa besuchen? Sie ist dort auf dem Hügel. Geh einfach weiter, dann bist du gleich da. Bis später. Gut gemacht. Du kannst jetzt in Peppas Stadt herumlaufen. Denk dran, den Knopf zu drücken, wann immer er angezeigt wird. Wer weiß, was dann passieren könnte. Eine eklige Matschepfütze. Die will ich meiden. Oder den Knopf drücken. Sofort die Gummistiefel an, das lobe ich mir. Komm, wir lassen die Sau raus, obwohl wir ein Wolf sind. Ich denke, dass wir ein Wolf sind, aber ist ja nicht unähnlich. Hunde und Wölfe machen sowas auch mal hin und wieder. Schlammpfützen sind für jedermann da. Ich bitte euch. Ihr dürft auch in euren Schlammpfützen euch suhlen. Da sehe ich kein Problem damit. Ladezeiten sind harte Zeiten. Ich weiß nicht, ob das auf der Switch jetzt ein bisschen länger dauert. Also auf den anderen Konsolen. Ich dachte mir, die Switch-Version macht hier den Bock nicht fett. Wir sind ja schon da. Meine Freundin Peppa Woods. Jetzt wird's doch deutsch ausgesprochen. Peppa hat Besuch bekommen. Das ist ja aufregend. Oh, toll, dass du da bist. Willkommen. Wir werden ganz viel Spaß haben. Du bist da, du bist da. Das wird der schönste Tag von allen. Ja, ich bin prominent. Na, ich bin's, der Magus. Ich wollte eigentlich meine Sachen ausziehen, aber ich kann nur an den Jacken rumspielen. Stellt euch vor, es kommt ein Kind in euer Zuhause, wird reingelassen und spielt mit euren Jacken. So. Das ist mein Zimmer. Magst du es? Ich klaue dir erstmal ein Auto. Mit Spielsachen. Hallöchen. Was macht ihr zwei denn hier Schönes? Mama, Mama. Wir spielen mit den Spielsachen aus meinem Korb. Ich glaube, Schorsch möchte auch mitspielen. Geht nicht. Schorsch, wir sind viel zu beschäftigt. Peppa,
Ich bin sicher, ihr könnt alle zusammen spielen. Was stand da? Zu dritt. Warum spielt ihr nicht Fangen? Wie geht denn Fangen? Ihr jagt euch gegenseitig und wer gefangen wird, ist dran mit Fangen. Okay. Du bist. Gut. Ich lasse euch mal spielen. Ist doch sehr gut, dass uns Mama Woods erklärt hat, wie Fangen geht. Ich bin mir auch nicht sicher mit der Stimme. Es ist original. Die Originalstimme von Pepper Woods. Ist die einfach viel älter geworden und versucht, ein bisschen so zu reden? Oder ist eine neuere als die, die man kennt? Ich kann übrigens nicht in die dritte Dimension laufen, sondern nur von links nach rechts. Ich habe irgendwas genommen, aber ich habe es nicht gesehen, weil sie davor steht. Okay, geht scheinbar nicht. Ich muss die fangen. Habe ich euch jetzt gefangen, oder? Nicht so. Also immer wenn ich den Knopf drücke, bewege ich mich. Vielleicht gehe ich einfach mal weg. Wird besser sein. Lass uns doch Oma und Opa besuchen. Ihr Haus ist gleich da vorne. Wir gehen einfach hier weiter. Ich wollte erstmal bei dir gucken. Was ist los mit dir? Kann ich auch hier weiter? Jawohl. Das der Papa Woods. Gehen wir ihm Hallo sagen? Ja klar, da sehe ich mich. Gurken schneidend. Ich möchte Gurkensalat. Willst du mithelfen? Klasse! Ich habe eine Aufgabe für dich. Setz dich hier hin und rühr diese Schüssel für mich um. Wir kennen uns noch gar nicht. Aber okay. Ich rühre die Schüssel um, bestimmt zur vollsten Zufriedenheit. Gute Arbeit. Alles ist perfekt vermischt. Wir machen einen leckeren Salat aus dem ganzen Gemüse. Alter, wie viele Gurken müssen noch sterben? Wir können sogar die Lampe ausmachen. Machst du sie bitte wieder an? Ich möchte lesen. Was ist los, Schorsch? Warum weinst du denn? Saudia! Saudia! Wie bitte, Schorsch? Du hast deinen Sausier verloren? Oh, keine Sorge, er kann nicht weit sein. Vielleicht hast du ihn draußen vergessen? Schorsch und Peppa brauchen deine Hilfe, um Sausier zu finden. Er muss hier in der Nähe sein. Wir finden ihn. Wir sind gut im Sachen finden. Der Schorsch. Wie alt ist der denn? Suchen. Nö, ich setze mich erstmal hin. Und fleht's mich ein bisschen. Also, wir das macht man nicht mit dem Goldfisch. Suchen. Der Goldfisch, so ein kleines Glas, das ist veraltetes Denken. Da müssen wir noch drüber reden. Mr. Kartoffel! Peppa mag Mr. Kartoffel. Du auch? Kartoffeln sind großartig. Super Kartoffel! Er hat die Gemüsekraft. Warst du schon in der Kartoffeltraumstadt? Ich will unbedingt hin. George hat gerade seinen Lebenswillen verloren. Ich will meinen Sausier. Was ich gerade noch nicht angesprochen hatte, habt ihr gesehen? Eben, als wir noch oben im Zimmer waren, da kam zwischen zwei Texten so, keine Ahnung, False Translation oder so. Müsst ihr mal drauf achten, da stand irgendwie ganz kurz. Wir müssen weitersuchen. Irgendwas, was nicht richtig ist. Nee, ich muss noch anmachen. Danke. Weil die Mama Wutzi sieht sonst nix. Die könnte eigentlich auch eine Brille gebrauchen, aber... Ja, was machen wir denn? Einsteigen? Sausier finden! Ich sehe ihn! Er steckt da im Baum fest, bei der Matschpfütze. Wir müssen ihn da runterkriegen. Der Sausier ist wohl ganz hoch oben im Baum. Vielleicht muss jemand helfen, der größer ist. Oder du schüttelst das Ding einfach mal kurz. Den Baum zu schütteln nützt nichts. Warum nicht? Ach komm schon. Ja, Schorsch, wir haben kein Geld für einen neuen, du.
Dann pass mal besser auf deine Sachen auf. Ist doch kein Flugsaurier. Mann, korrigiere. Flugsausier. Kann ich denn zum Fahrrad und kann ich da... Es gibt erstaunlich viel zu tun. Da geht's auch weiter. OMG, wo gehe ich denn jetzt lang? Jetzt kommen wir zur Oberwelt. Hä, hast du nicht gerade noch Fernsehen geguckt? Es geht mir zu schnell. In dem Level sind wir noch nicht. aber wir könnten Mama Wutz bitten, dass sie Sausia da runterholt. Dann weiß ich wenigstens, wie das in etwa aufgebaut ist. Peppas Haus. Ihr wollt gerade sagen, warte. Nach Hause. Das ist interessant. Wie gesagt, egal wie ihr den Stick betätigt, das geht nur nach links und rechts. Komm schon. Auf geht's. Ich hab so viel Spaß. Wo ist denn Sausia hin eigentlich? Hat sich das jetzt erledigt oder was? Hä? Was ist denn jetzt mit dem Sausia? Hä? Entschuldigung. Ja, okay. Ja, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben übrigens. Drachen. Warum? Wenn du aus dem Bild gehst. Ende des. Statement, Frau Wutz? Nein. Ja, aber ist es jetzt irgendwie, komme ich jetzt wieder am Haus raus? Das wäre witzig. Darf ich fragen, was hier eigentlich so lange geladen wird? Die Texturen oder die Animationen? Oh, what? Opa und Oma Wutz. Vielleicht können die helfen. Oma und Opas Haus. Das ist das Haus von Oma und Opa. Opa ist immer im Garten. Und Oma kümmert sich um die Hühner. Das ist das Haus von Oma und Opa Wutz. Peppa hat hier immer sehr viel Spaß. Wer nicht? Bei Oma und Opa ist doch noch am schönsten. Was macht das Auto? Können wir kurz um den Block cruisen? Ich steuere das Auto! Nee, doch nicht. Hallo, Herr Bulle. Was passiert hier? Hallo, Familie. Oho. Hallo, Kinder. Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Ja, das sehe ich. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Wir lassen euch mal arbeiten. Kommen wir hier wohl vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Okay, vielen lieben Dank. Wiedersehen, Herr Bulle. Wiedersehen, Herr Rino. Danke fürs Reparieren. Ob es das wirklich bringt, was der da gemacht hat? Ich traue mich nicht, nach links zu drücken, dann komme ich da wieder in die Sequenz. Ne? Aber ich kann gar nicht nach links, ich kann nur nach rechts drücken. Alter, wenn Herr Bulle irgendwann einen neuen Synchronsprecher braucht, dann bin ich voll dabei. Ich werde das übernehmen, kein Problem. Ja, was denn? Die Stimme ist so gemacht, wenn die lustig ist, dann muss ich noch lachen. Das ist intended. Halt ein Bulle, ne? Dass Herr Bulle kein Polizist ist, ist ja alles. Badum-tsch. Der Strand. Strand. Der Strand. Alter, Peppa Wutz Leben und ist so spontan. Wir sind da. Es ist der Wahnsinn. Aber Opa, Oma, wo ist denn der Sand? Nun, das hier ist ein Feldstrand. Darum gibt es Steine statt Sand. Oh.
wollten doch Sandburgen bauen. Was machen wir denn nun? Steinburgen. Keine Sorge. Auch an diesem Felsstrand kann man jede Menge Spaß haben. Wenn ihr euch umschaut, findet ihr Felsbecken mit Wasser zwischen den Steinen. Darin könnt ihr ganz viel entdecken. Das stimmt. Wenn sich das Meer zurückzieht, hinterlässt es immer tolle Dinge in den Felsbecken. Ehrlich? Was für Dinge finden wir denn dort? Schaut doch mal zusammen in die Felsbecken und sammelt eure Fundstücke im Eimer. Schaut in die Felsbecken am Strand und zeigt Oma und Opa Wutz, was ihr dort findet. Das geht mir, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich würde das gerne im zweiten Part machen. Das könnte eine zu große Aufgabe werden. Ich mache mich doch unfreiwillig lustig über das Spiel. Es tut mir leid, ich will das gar nicht. Aber der Felsstrand, das klingt wirklich nach einem heftigen Level. Ja. Also, bis zum nächsten Part. Ihr werdet sehen. Gehen wir hier lang. Wir machen die 100% vielleicht. Und vielleicht einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen aufs Video. Oder nach unten. Ja, das ist eure Entscheidung. Aber ich lasse mich dazu hinab und begebe mich in Sphären, in denen sich ein Let's Player noch nie begeben hat. Vielleicht dafür Respekt und Anerkennung. Schaut das nächste Mal wieder vorbei bei Let's Play, meine Freundin Peppa Pig, die nicht die Luft anhalten kann. Bis dann und ciao.